Eine Hitze. Jetzt ist Sommer, jeder wollte den haben, jetzt haben wir ihn da, Gott sei Dank. Fahr ich ins Heimfahrtsteil 56. Heute geht es darum, warum ich E-Auto fahre. Ich will die Umwelt retten. Ich will saubere Mobilität haben. Und deswegen fahre ich E-Auto. Jetzt, bevor die ersten Hater kommen und sagen, das stimmt gar nicht, ist das wirklich so? Gleich nach dem Intro. Peace, hallo, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Jetzt habe ich das Auto ausgeschalten, weil er schon an war. Das ist der Nachteil von der E-Mobilität, weil du hörst ihn nicht. So, nun ist er an. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Herzlich willkommen, folglich ins Heimfahrtteil 56. Erst einmal muss ich mich bedanken bei allen Abonnenten, weil irgendwie steigt oder fällt die Zahl gar nicht. Obwohl ich sehr, sehr wenig, Mützen aussetzen ist ja furchtbar. Warm. Ich weiß, dass ich momentan sehr wenig mache, hat ja, private Gründe, Arbeitsgründe. Ab Donnerstag, das ist dann der 1.7., habe ich erst einmal einen anderen Job, dann muss ich mich ein bisschen vorbereiten. Und deswegen auch ein bisschen weniger Videos. Dann fehlen mir irgendwie die Themen und einfach irgendwas erzählen, was keinen interessiert. So wie dieses Video, will ich jetzt dann eigentlich auch nicht machen. So. Trotzdem bleiben die Abonnenten eigentlich ziemlich gleich. Mal gehen wieder 3 oder 4 oder 5 oder 10, dann kommen wieder 3 oder 4 oder 5 oder 10. Also eigentlich bleibt es momentan ziemlich gleich, obwohl nicht viel passiert auf dem Kanal. Finde ich klasse. Verwundert mich ein bisschen, aber gut, das mag so sein. Kommen wir zum Thema. Und zwar, ich war das letzte Mal bei einem Spätzl von mir und der hat einen Autohandel. Und zwar handelt der mit Army Oldtimern. Und also ganz ein guter Spätzl von mir, der hat echt schöne Autos drin stehen. Ich stehe auf Oldtimer, ich mag die trotzdem, obwohl ich eh fahre, hat damit nichts zu tun. Und sein Vater arbeitet mit im Büro drin. Und sein Vater ist einer, ein total netter Kerl, aber halt, ja, der Pi sagt gern. Ja, also der macht so wie ich auch gern, also der tut schon ein bisschen, naja. Und na, unterhalten wir uns halt so und er sagt mein Kumpel, und wie bist du mit dem E-Auto zufrieden, immer noch zufrieden, passt alles. So, ja, passt. Und dann sind wir irgendwie so in einem Gespräch auf das Thema Umwelt gekommen. Einfach so, keine Ahnung, über 1000 Ecken. War nicht einmal fürs E-Auto so gedacht, sondern hat für meinen Kumpel der Vater dann gesagt, hey, apropos Umwelt, warum fährst denn du ein E-Auto? Und ich habe genau gewusst, auf was er jetzt anspielt, und ich habe genau gewusst, was jetzt kommen wird, und da habe ich ihn erst einmal komplett den Wind aus den Segeln genommen, weil ich gesagt habe, ich fahre E-Auto, weil es mir Spaß macht. Ach so, aber du fährst doch bestimmt auch E-Auto wegen der Umwelt. Das habe ich gesagt. Nee, E-Auto fahre ich jetzt eigentlich am wenigsten wegen der Umwelt. Nicht, weil ich nicht an die Umwelt denke, sondern weil ich persönlich denke, dass ein E-Auto trotzdem nicht gut für die Umwelt ist. Ein E-Auto ist für mich kein Umweltretter. Ein E-Auto ist für mich keiner, der
uns aus irgendwelchen Umweltverschmutzungen raushieven kann. Weil ein E-Auto, wie jede andere Mobilität auch, trotzdem für die Umwelt schlecht ist. Er macht es in einen anderen Bereich oder er verschiebt den Bereich von unseren Innenstädten halt woanders hin, in andere Länder und so weiter. Aber ein E-Auto ist nicht gut für die Umwelt. Uiuiui, da werden jetzt sehr viele E-Autofahrer wahrscheinlich schimpfen. Habe ich nämlich auch schon öfter gehabt. Wie kannst du das sagen? Ein E-Auto ist doch klasse für die Umwelt. Nein, ist nicht. Keine Mobilität ist gut für die Umwelt. Weder ein Benziner, noch ein Diesel, noch ein Gasauto, noch ein E-Auto, noch ein Wasserstoffauto, selbst Autos, die mit Hundewelpen fahren würden, ist nicht gut für die Umwelt. Motorradfahren ist auch nicht gut für die Umwelt. Weil wenn ich jetzt mein Motorrad anschaue, ich fahre mit meinem Motorrad alleine und mein Motorrad braucht so um die 5,5 Liter auf 100 Kilometer, obwohl ich sehr gemütlich fahre. Wenn ich das hochrechne, ist jeder normale Benziner besser. Und da fahre ich 1,3, 1,5, 1,6 Tonnen rum und mit meinem Motorrad fahre ich 260 Kilo rum. Wenn ich drauf setze, sind es ein bisschen mehr. Dann kommen wir halt auf 365. Also ist ein Motorrad eigentlich auch nicht besonders gut für die Umwelt. Vor allem, wenn ich mit dem Auto zu zweit fahre. Oder wenn ich zu zweit mit dem Motorrad fahre, also meine Frau fährt extra und ich. Meine Frau, ihre braucht irgendwo, ich glaube so 4 Liter. Und dann sind wir irgendwo auf 9,5 bis 10 Liter für zwei Motorradler auf 100 Kilometer. Ist nicht gut für die Umwelt, definitiv nicht. Warum fahre ich E-Auto? E-Auto fahre ich, weil es einfach für mich Spaß macht. Ich mag E-Auto fahren, weil E-Auto leise ist, für mich. Also nicht nach außen, da ist man eigentlich, ja wurscht ist man nicht, aber da ist man eigentlich, die Priorität ist für mich anders. Die Priorität ist für mich, dass ich in meinem Innenraum so leise wie möglich fahre. Ich liebe dieses leise Fahren, weil ich eben auch mich immer wieder ertappe, wenn ich von der Arbeit heimfahre, dass ich nicht einmal ein Radio anmache, sondern dass ich einfach nur leise nach Hause schaukel. Und das ist schön, ja? Auch wenn ich die... Oh mein Gott. Weil ich das einfach mag. Auch wenn ich die Fenster offen habe, mag ich dieses, wenn ich dann so über die Lande drüber fahre, durchs Land fahre, ist das einfach trotzdem eine schönere Sache. Da höre ich nichts. Auch wenn die Fenster zu sind, wunderbar, gefällt mir gut. Und deswegen liebe ich das. Ich mag den Charakter vom E-Auto, was jetzt Motorleistung betrifft. Das Auto hier hat bloß 110 PS, aber das ist jetzt kein Auto, wo ich sage, das reißt einem wirklich die Salami von der Pizza. Er geht schon nicht schlecht, aber es ist halt schön, wenn ich bergauf, bergab fahre, der hat Drehmoment. Noch nie habe ich irgendeine Situation gehabt, wo ich gesagt habe, ich vermisse jetzt irgendeine Leistung, weil der halt sofort da ist. Ich gehe aufs Gas, 3, 2, 1 und er zeigt an. Und das ist einfach schön, egal wann. Und ich liebe das. Das ist eigentlich übertrieben gesagt wie ein riesengroßer Diesel, weil der Diesel ja auch von unten raus sofort mit dem Drehmoment angeht und das ist bei dem Auto nicht anders. Bloß, dass der halt nicht aufhört irgendwann einmal und dann in den Keller fällt bei höherer Drehzahl, sondern er bleibt einfach. Das gefällt mir. Mir gefällt das mit der Automatik. Klar, gibt es Verbrenner auch mit Automatik, aber das, was mir am meisten gefällt, ist, dass ich eine eigene Tankstelle dran habe. Und ja, das hat nicht jeder. Das verstehe ich ja auch. Ja, aber für mich persönlich ist ein E-Auto mit einem Akku, so wie ich es jetzt habe, und das eigentlich mal zwei, weil meine Frau hat ja auch eins, ist es perfekt, weil wir bei uns in der Garage eine Tankstelle hängen haben, die uns, wenn die Sonne so scheint wie jetzt, kostenlos Strom liefert. Ja, ich weiß, es ist nicht ganz kostenlos, weil ich habe es ja auch zahlen müssen und, aber
auf jeden Fall kostet mir das nichts. Ich fahre nicht mehr an der Tankstelle hin und denke mir, oder ich fahre an keiner Tankstelle mehr vorbei und denke mir, meine Güte, oh, der Sprit ist aber teuer. Du, da warte ich lieber, weil heute Abend ist er bestimmt billiger. Und dann fahre ich nochmal, die nächste Tankstelle ist irgendwo von uns gute 10 Kilometer weg, nicht ganz. Und das habe ich nicht mehr. Ich fahre nicht mehr von der Arbeit heim und denke mir, ah, tanken, ich muss jetzt tanken, aber mir ist er einfach zu teuer. Dann tanke ich später oder wenn ich tanken muss, muss ich halt tanken. Das ist halt so. Das habe ich nicht mehr, weil wenn ich will, fahre ich jeden Tag in der Früh voll los. Also mit voll meine ich natürlich das Auto. Manchmal wäre es auch besser, wenn ich voll losfahren würde, weil manchmal ist es ohne gar nicht zu ertragen. So. Und das macht für mich persönlich und für meine Frau auch, macht es Sinn, einfach zu Hause laden zu können. Gleichzeitig mit den Autos. Weil, ob der jetzt abends in der Garage steht und nichts tut oder abends in der Garage steht und ladet, ist mir eigentlich wurscht. Und ich habe nur einen Hausakku, das heißt der Hausakku, der befüllt dann noch meine Autos, wenn es sein muss, zu einem gewissen Teil. Ich weiß auch, dass ich habe jetzt einen Vertrag, der läuft 24 Monate, das heißt 24 Monate lang habe ich den gleichen Preis, was Strom betrifft, kann jetzt schlecht sein, wenn der Strompreis runtergeht, habe ich Pech gehabt, aber er wird wahrscheinlich nicht runtergehen, erst einmal. Ja, das heißt, ich weiß, was ich in einem Jahr an Tankkosten habe, das weiß ich beim Verbrenner nicht. Das weiß ich nicht einmal, wie es morgen wird. Ich weiß nicht einmal, wie es in einer Stunde ausschaut. Ja, und deswegen macht es für mich Sinn. Macht es Sinn, ein Wasserstoffauto zu haben? Wahrscheinlich, kann ich da nicht sagen, weiß ich nicht. Aber für mich macht es keinen Sinn, weil ich mir denke, eine Wasserstofftankstelle habe ich aber nicht daheim. Das heißt, da muss ich auch wieder irgendwo hinfahren. Und wenn ich jetzt so sehe, der Gumbert, das ist ein Autoentwickler, der hat damals den Gumbert Apollo. Das ist also ein Straßensportwagen, der jedem die Gurte gibt. Ein unfassbar gutes, tolles, schnelles Auto. Der hat jetzt einen Smart umgerüstet mit Methan. Der befüllt ihn mit Methan-Wasser-Mischung irgendwie. Und der hat eine Brennstoffzelle, die auf Methanbasis funktioniert. Ich kann euch das Video mal verlinken. Das ist hyper interessant. Dauert eine halbe Stunde. Und wenn das durchgehen würde in der Automobilindustrie, deswegen kommen würde, wäre das eine feine Sache, weil das wirklich eine geile Sache ist. Aber selbst das wird für mich keinen Sinn machen, weil ich zu Hause einfach günstiger laden kann. Teilweise umsonst und selbst wenn es nicht umsonst ist, zahle ich halt 26 Cent pro Kilowattstunde. Und wenn ich das hochrechne auf meinen Verbrauch von momentan 14,1 im Schnitt, auf die letzten 53.000 Kilometer, dann ist das günstiger als alles andere. Für mich. Kann für einen anderen natürlich anders sein. Und wenn mich einer fragt, in der Arbeit, warum fährst du E-Auto, dann muss ich ihm einfach sagen, weil es für mich geil ist. Ganz einfach. Der eine fährt einen Diesel, weil er das untertourige halt will und das von unten raus. Der andere fährt einen 6-Zylinder Benziner, weil er sagt, ich will einfach das haben. Der andere sagt, ich fahre Gas, weil ich günstiger fahren will. Und ich fahre E-Auto, weil es für mich günstiger ist und für mich mehr Sinn macht als alles andere. Das heißt noch lange nicht, dass das beim anderen so sein soll. Und deswegen soll jeder fahren, was er will. Und was er kann. Ganz wichtig. Wenn ein E-Auto keinen Sinn macht für einen, weil er keine Ahnung, weil er keine Möglichkeit hat zum Laden, weil es zu teuer ist, weil er sagt, ich muss Anhänger ziehen oder ich brauche einen Kombi und es gibt eigentlich keinen und so weiter. Das ist völlig für mich völlig akzeptabel. Oder wenn einer sagt, ich will einfach nicht, dann soll er es sein lassen. Dann soll er sein Auto weiterfahren, weil auch Verbrenner gibt schöne Autos. Früher war es so, dass ich halt, wenn ich durch Stadt gefahren bin mit meiner Frau und dann, wenn ich wieder irgendeinen, keine Ahnung, AMG 63 gesehen habe oder irgendein für mich ein besonderes Auto, oh, schau hier, schön, schön und klang und toll. Aber das hat sich jetzt völlig gedreht. Also da, wenn vor mir, für mich vor zwei, drei, vier Jahren, ja, vier Jahren plus, sagen wir mal, ein richtig geiles Auto von mir gefahren ist oder jetzt fährt, dann denke ich mir, ja,
juckt mich eigentlich nicht mehr, weil es für mich keinen Sinn mehr macht. Beim Motorradfahren bin ich noch nicht so weit, aber das ist ein anderes Video. Das kommt als nächster. Warum es für mich für E-Motorrad noch nicht reicht. Glaube ich, ist ganz gut. 15 Minuten, passt. Also, das war's. Schreibt mir in die Kommentare rein, was ihr davon haltet oder was ihr denkt. Und wir sehen uns wieder und hören uns wieder auf diesem Kanal. Konol. Jawohl. Peace. Servus, sagt Locker. Euer Focker.